Salvete spectatores oder besser guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht, je nachdem, wann wir hier einschalten. Ich begrüße uns ganz herzlich im Basisportal Alte Geschichte in der Serie C Quellenkunde, mittlerweile schon das 11. Video und hier zur Archäologie und im Speziellen zur Bau- und Siedlungsgeschichte. Ich bin die Stimme aus dem Off, Hendrik Wagner, und werde uns hier sprachlich hindurch geleiten. Auch in diesem Fall sind zwei Punkte wichtig. Wir werden uns mit der Archäologie, also der Baugeschichte und Siedlungsgeschichte, zum einen der Quellengattung beschäftigen und zum anderen auch mit den Recherchemöglichkeiten. Hierbei halten wir uns nach wie vor bei den nichtliterarischen Quellen auf, also jenen Zeugnissen, die keinen literarischen Anspruch haben und auch keinen direkten Überlieferungsanspruch. An zweiter Stelle sollten wir vielleicht noch klären, was eigentlich Archäologie bedeutet, woher sich der Begriff ableitet. Natürlich aus dem Griechischen, wie wir hier linker Hand sehen können, aus Archaios, nämlich das Wort im Altgriechischen für alt. Und zusammengesetzt mit Logos, das Wort für Lehre oder Wort, also insgesamt, wenn Sie es zusammenfügen, die Lehre von den Altertümern, ist die Archäologie. Der Begriff Archäologie wird hierbei auch schon im Altertum genutzt. So lesen wir davon etwa bei Platon, wenn dieser schreibt: Sie hören sehr gerne von den Stammbäumen der Helden und Menschen, von Sokrates und den Stadtgründungen in der alten Zeit und kurz von der Lehre von den alten Dingen überhaupt, so dass ich ihretwegen alles auswendig lernen musste. Also die Archäologie, das Auswendiglernen zum Teil, was nicht ganz falsch ist, denn hier muss man sich tatsächlich einige Relikte und Überreste vergegenwärtigen, diese auch kennen, eine Kunde aufbauen, sozusagen ein imaginäres Museum von Kunstschätzen, Kulturschätzen und historischen Zeugnissen. Zunächst sollten wir aber noch klären, welche Methodiken in der Archäologie angewandt werden, eben in der Bau- und Siedlungsarchäologie. Da denken Sie sicherlich vor allem an die Feldforschung, und darum soll es auch im Folgenden gehen. Wir können hier mal kurz überlegen, welche Methodiken und Praktiken uns hier an dieser Stelle einfallen. Vielleicht sind Sie dabei auf einige dieser Punkte gekommen. Wir fangen vielleicht erstmal bei den nicht-invasiven Methoden an, zum Beispiel dem Survey, das Absuchen der Bodenfunde, des Planums, was zum Tage fördert, meist eben Streufunde, etwa Keramik oder Metallreste, die aus dem Boden aufgeschwemmt werden oder durch Erosion zu Tage gefördert werden. Wenn es da eine Fundkonzentration gibt, kann man dann im Anschluss entscheiden, an der entsprechenden Stelle auch tatsächlich zu graben. Aber im ersten Schritt macht man normalerweise auf dem Planum ein Survey, ohne in den Boden einzugreifen. Die nächste Möglichkeit ohne einen invasiven Eingriff haben wir mit der Prospektion, der Fernerkundung, die auf verschiedene Methoden basieren kann, unter anderem auf Satellitenaufnahmen, auf der geomagnetischen Methode oder aber auch einfach der Luftbildarchäologie. In beiden Fällen und allen Fällen ist es ohne einen invasiven Eingriff in den Boden möglich. Und dann kommen wir natürlich zu den ganzen Grabungstechniken, die nämlich dann dazu führen, dass wir eben das Erdreich bewegen müssen, auftun müssen. Und da gibt es drei verschiedene Herangehensweisen. Zum einen die Sondierungsgrabung, die punktuell erfolgt, meistens mit einem Schnitt oder an einem Bauwerk eine bestimmte Stelle freilegen soll, um dann am Ende das Gesamtbauwerk zu rekonstruieren, ohne es in Gänze ausgegraben zu haben. B, das kennen Sie wahrscheinlich am häufigsten, spätestens aus Indiana Jones, die Flächengrabung ist natürlich mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Hier werden ganze Städte, ganze Areale, ganze Paläste und Tempel freigelegt. Das erfordert natürlich sowohl hohe Materialkosten als auch menschlichen Einsatz, der hier vonnöten ist. In der heutigen Zeit wird davon eher Abstand genommen aufgrund der Kosten einerseits und andererseits eben auch aufgrund des doch massiven Eingriffs in die Altertümer, also in die Denkmäler, die natürlich bei solch einem Eingriff dann auch zu Schaden kommen können, beziehungsweise auch nicht mehr konservierbar sind. Des Weiteren und als letztes haben wir dann noch die Sichtungsgrabung, die meistens in Notfällen praktiziert wird, wenn zum Beispiel eine Autobahn gebaut wird oder eine Brücke oder Schienen gelegt werden.
und hierbei Funde zutage kommen, die allerdings nicht geborgen werden können oder wo keine zeitintensive Grabung erfolgen kann, da versucht man das dann über eine Sichtungsgrabung, indem man eben dort den Fundkomplex sichtet, nur punktuell freilegt und anschließend wieder versiegelt, hat den Vorteil, dass der Fund im Erdreich versiegelt bleibt und damit eben auch konserviert und auch an Ort und Stelle verbleibt, also damit eben nicht der Fundkontext gestört wird. Die Sichtungsgrabung. Das wären die Methoden, die in der klassischen Archäologie angewandt werden. Das bekannteste Beispiel wohl für die Flächengrabung sind die Grabungen Heinrich Schliemanns in Troja 1873 und in den Folgejahren, die dazu geführt haben, dass auf dem Berge Hisarlik in der Westtürkei eben entsprechende Siedlung freigelegt werden konnte. Das Troja, was Schliemann gesucht hatte, sollte das sumerische Troja sein. Gefunden hat er es allerdings nicht. Er ist da zu weit in die Tiefe gegangen und hat bei weitem tiefere Erdschichten gefunden. Hier zeigt sich denn des Weiteren auch, welche Schwierigkeiten damit auftreten. Schliemann ist hier seinerzeit sehr brachial vorgegangen. Er hat sehr viel Erdreich bewegt, damit eben auch die Funde quasi gestört. Er hat ganze Epochen abgeräumt, um an die ältesten Spuren der Besiedlung zu kommen auf diesem Berg, und darüber hinaus hat er auch noch mit Sprengstoff gearbeitet und dann natürlich ein ordentliches Zerstörungswerk angerichtet. Der sogenannte Schliemann-Graben, der durch einen massiver Schnitt durch diesen Berg darstellt, ist auch heute noch gut ersichtlich, wenn man sich hier auf diesem Berg in der Türkei aufhält. Damit haben wir auch schon einen wesentlichen Punkt angesprochen, der die Siedlungsarchäologie betrifft. Hier arbeiten wir eben auch siedlungsstratigraphisch. Das heißt, wir erfassen die verschiedenen Siedlungsschichten, Ebenen und Zeitstellungen der Besiedlung eines Ortes. Ob es eine Stadt ist oder eine kleinere Siedlung, ist dabei nebensächlich. Und dies funktioniert vor allem eben durch die Sichtung und Freilegung der verschiedenen Erdschichten. Denn selbstverständlich, die ältesten Siedlungsfunde werden Sie auf der niedrigsten, tiefsten Erdebene finden und die jüngsten dann eben auf der höchsten Erdniveau. So beispielsweise in Troja, hier schön dargestellt mit insgesamt 9, wahrscheinlich sind sogar mehr, Besiedlungsstufen, die dieses Troja hat, von quasi der frühesten Frühzeit der Griechen bis hin zur byzantinischen Zeit in verschiedenen Ebenen. Allerdings, wie gesagt, bei Schliemann war das Problem, dass er sich eben auf die tiefste Ebene fokussiert hat und damit zufolge eben auch die früheren, also die jüngeren Ebenen abgeräumt hat. Um solche Schäden und Brachialität zu vermeiden, stehen uns natürlich heute ganz andere Methoden auch zur Verfügung, im Besonderen aus dem naturwissenschaftlichen Bereich. Angeführt sei hier nur die geomagnetische Untersuchung, die mit dem geomagnetischen Feld der Erde arbeitet, welches nämlich dort gestört wird, wo sich eben feste Materie befindet, im Besonderen Mauerzüge oder Straßen verlegt sind und damit sich relativ gut eine Stadtstruktur erkennen lässt, ohne überhaupt invasiv in den Boden einzugreifen oder eben den Fund zu stören. Hier das Beispiel etwa für Priene. Was wir hier sehen können, rechte Hand das Beispiel für Troja in der geomagnetischen Aufnahme, und im Falle Priens könnte man das ebenfalls so tätigen und gleichzeitig anhand der regelmäßigen Struktur, wenn man auch nur punktuelle Informationen hat, die Stadt dann letztlich rekonstruieren. Bei der Rekonstruktion antiker Städte hilft uns weiter, dass hier die meisten griechischen wie auch römischen Städte nach einem bestimmten Muster errichtet worden sind. Eine Ausnahme, die nenne ich jetzt gleich zuvörderst, stellt die gewachsene Stadt dar, die eben nicht planmäßig entstanden ist auf dem Reißbrett, sondern über die Jahrhunderte quasi wie ein Organismus gewachsen ist. Und da gibt es ein klassisches Beispiel, was man da nennen kann, zum Beispiel hier Athen, wie Sie das sehen können, eben unregelmäßige Straßenzüge und Wohnbesiedlungen und Viertel, die hier angelegt werden. Sie können ja kurz mal überlegen, ob Ihnen noch ein weiteres Beispiel einfällt, und da werden Sie wahrscheinlich auf Rom kommen. Auch das wäre eine Stadt der Antike, die eben zu diesen gewachsenen Städten gehört. Des Weiteren haben wir den Vorzug, dass diese Städte, egal ob gewachsen oder geplant, meistens über einen Kanon von Einrichtungen verfügt, also öffentliche Gebäude und Plätze, die eine solche Stadt bilden. Und dazu gehören an vorderster Stelle natürlich die Heiligtümer. Vor allem die Stadtheiligtümer und zentralen Heiligtümer finden wir hierbei auf erhöhten Punkten der Stadt, auf Hügeln oder Bergen.
und nennen das im Griechischen die Akropolis und im Lateinischen wäre es dann quasi entsprechend das Kapitol. Dort befindet sich zum Beispiel in Athen der Athene-Tempel, Parthenon, beziehungsweise in Rom wäre das der kapitolinische Jupiter-Tempel des Jupiter Optimus Maximus. Ferner haben wir dann in nächster Nähe dieser Heiligtümer dann auch Spielstätten angeordnet. Im Griechischen sehr populär das Theater, meistens auch mit Hanglage, vor allem auch gerade aus der griechischen Architektur nie freistehend, sondern am Hang errichtet. Deswegen in der Nähe der Akropolis zumeist. Im römischen Bereich haben wir dann auch das Amphitheater, das quasi ovalförmige Theater, was Sie eben vom Kolosseum in Rom kennen, oder aber auch der Zirkus bzw. Hippodrom im Griechischen, also die Pferderennbahn. Auch das findet sich in solchen Städten, vor allem den größeren Städten. Ferner gibt es natürlich auch Marktplätze und Gerichtsplätze und überhaupt einen Raum für die politischen, ökonomischen und juristischen Geschäfte, wäre dann im Griechischen die Agora. Und im lateinisch-römischen Bereich eben das Forum. Ferner angegliedert daran, assoziiert hätten wir auch noch die Produktionsstätten, also das Handwerk, Handwerksviertel, zum Beispiel in Athen haben wir in Keramaikos, wo vor allem sehr stark Keramik produziert worden ist, bemalt und geformt worden ist. Und nicht zuletzt, auch das darf natürlich bei einer Stadt nicht fehlen, zumindest bis zur Kaiserzeit, bis zur Pax Romana, also bis zur allgemeinen Friedenszeit, hatten diese Städte auch in der Regel eine Fortifikation, eine Verteidigung, Tore, Türme und natürlich starke Mauern, um ihren Bürgern Schutz zu bieten und gleichzeitig auch eine militärische Funktion als Festung einzunehmen. So viel zum Aufbau, zum klassischen Aufbau der antiken Städte und ihrer Bestandteile. Jetzt schauen wir dann noch auf die beiden anderen Stadttypen, die es noch gibt und die sich später entwickelt haben. Da wäre zum einen zu nennen das Streifenstadtmuster oder System, welches sich ab dem 7. Jahrhundert vor Christus etabliert. Es charakterisiert sich dadurch, dass hier die einzelnen Wohnparzellen und der öffentliche Raum in solchen Streifen angelegt ist, die vor allem durch die Straßen langgezogenen Straßen abgegrenzt werden. Also ein regelmäßiger Stadtplan, der hierdurch entsteht, in eben Streifen und gleichzeitig auch hier der öffentliche Raum klar definiert wird, nämlich bei der Gründung einer solchen Stadt und bei der Planung bereits werden die öffentlichen Plätze einkalkuliert. Ein klassisches Beispiel wäre hier die Stadt Selinunt auf Sizilien, welches in diesem Streifensystem angelegt ist. Eine Weiterentwicklung erfährt dieses System dann im hippodamischen System, benannt nach Hippodamos von Milet, der Erfinder dieses Rastersystems sein sollte, welches zum ersten Mal in Milet angeblich zur Anwendung kam. Dieses System zeichnet sich dann dergestalt aus, dass hier nun die einzelnen Wohnparzellen und der öffentliche Raum in regelmäßig angeordneten Quadraten eingerichtet werden, die dann wiederum durch vertikale und horizontale Straßen getrennt werden oder begrenzt werden. Dadurch entsteht ein Rasternetzwerk, ein quadratisches Rasternetzwerk, welches auch heute noch bei modernen Stadtplanungen zur Anwendung kommt. Schauen Sie etwa nach New York City, wo eben dieses Rastermodell ebenfalls Anwendung gefunden hat. Des Weiteren sind auch hier die öffentlichen Plätze bereits bei der Planungsphase einkalkuliert. Sie werden normalerweise im Zentrum der Städte angelegt, wie hier am Beispiel Priene sehr schön erkennbar ist, nämlich dass hier die Stoa oder das Theater eben im Mittelpunkt der Stadt stehen. Davon ausgehend haben wir dann vor allem auch die Hauptverkehrsachsen, nämlich eine vertikale und eine horizontale Hauptverkehrsachse, die dann das Stadtraster bestimmen. So viel zum hippodamischen System, welches sich ab dem 4. Jahrhundert vor Christus erst in Kleinasien und dann über die gesamte griechisch-römische Welt ausgebreitet hat. Hier am Beispiel Priene. Schauen wir noch auf die Hierarchisierung solcher Städte und ihrer verschiedenen Nutzareale und Wohnareale. Da ist zunächst zu nennen die Hierarchisierung von Höhen und Tiefen in einer Stadt. Wir haben ja schon gehört, die zentralen Heiligtümer sind meistens in Höhenlagen angebracht und nehmen damit natürlich einen prononcierten Platz in einer Stadt ein, direkt gefolgt von den öffentlichen Spielstätten wie den Theatern, den Zirkus, Hippodrom oder auch Amphitheater, welches dann meist in der Nähe der zentralen Heiligtümer positioniert ist.
Eben auch, weil sie funktional mit jenen Heiligtümern eng verbunden sind. Das sind eben keine Amüsierbereiche eigentlich im Sinne, sondern sie sind meist auch kultisch eingebunden. Also Spiele finden meist in den antiken Städten, sowohl die Römer als auch bei den Griechen, im Kontext von kultischen Festen statt. Deswegen die Nähe zwischen Spielstätte und eben der entsprechenden Tempel. Das Ganze verbindet sich dann weiter auf niedriger Ebene mit den öffentlichen Plätzen, die eben für das politische Geschäft, für die juristischen Geschäfte und auch für die merkantilen Geschäfte zuständig sind, also eben das Forum bzw. auch die Agora im Griechischen. Daran schließt sich direkt an der kommerzielle Bereich, der zumeist auch noch auf der Agora und dem Forum platziert ist, ebenso dann im weiteren Umfeld auch die ganzen Handwerksviertel und Geschäfte, die es hier gibt. Und an niedrigster Stelle haben wir dann des Weiteren den Abschluss der Stadt auch wieder darin, dass wir hier Tempel haben, die quasi das Ende, die Grenze einer Stadt markieren. Da gibt es dann speziell die Valley Temple, also quasi die Tempel, die im Tal positioniert sind, in den Senken positioniert sind. Das betrifft meistens Tempel, die jetzt sekundäre Gottheiten repräsentieren, also die jetzt nicht zu den Staatsgottheiten einer Stadt gehören, aber auch von Bedeutung sind. Da können es zum Beispiel auch Heroen sein, die verehrt werden. Also ein Heroengrab könnte zum Beispiel ebenfalls in solchen Tempeln in den Tälern zu finden sein. So viel zum Aufbau, was die Höhenlagen angeht. Dann haben wir natürlich auch ein Zentrum, kreisförmig aufgebaut, die Stadt. Im Zentrum eben die Hauptheiligtümer, Agora und dann das eigentliche Stadtfeld. Daran schließt sich an die sogenannte Chora oder das Suburbium, also das unmittelbare Umfeld einer Stadt. Rom ist da besonders berühmt eben für die reichen senatorischen Villen, die sich dort im Suburbium aufhalten, genauso wie auch die Gräber, die hier an den Grenzen der Stadt errichtet werden, die Nekropolen, die außerhalb der Stadtmauern in der Regel auch meistens nach Westen gelagert positioniert sind, die Nekropolen. Ferner haben wir dann auch noch das extraurbane Gebiet, also jene Chora im Griechischen, welche sich außerhalb der Stadt befindet, meistens für die landwirtschaftliche Versorgung der Stadt verantwortlich ist und eben ein erweitertes Stadtumfeld bildet. Und am Schluss haben wir dann das Eschatia, richtig ausgesprochen, was die Grenze jener Stadt, der Polis oder der Urbs bildet, deren Territorium und damit abgrenzt, absteckt. Und hier finden sich dann des Weiteren wieder solche Grenzheiligtümer, die dann eben meistens in diesen Talsenken positioniert sind. So viel zur Struktur und dem Aufbau einer Stadt. Eine Sache ist hier noch anzuführen. Wir konzentrieren uns in der Forschung sehr, sehr stark normalerweise auf die Polis oder die Urbs. Auch in der städtischen Entwicklung hat im Grunde eben jene Ursache, dass wir vor allem eben über die Stadtgeschichte, über das Leben in der Stadt oder auch über die Monumente einer Stadt auf archäologischen Wege viel, viel besser informiert sind als etwa über das Geschehen auf dem Ager bzw. der Chora, also in der ländlichen Gegend. Also da fehlen uns zumeist die Quellen, dass wir da genaue Aussagen treffen können. Das führt dann wiederum dazu, dass sich die gesamte alte Geschichte sehr stark auf die Stadtgeschichte fokussiert und wir eben, was die Landbevölkerung und die Landgeschichte und die Strukturen auf dem Land betrifft, wenig wissen oder verhältnismäßig wenig wissen. Allerdings haben wir auch in den Städten durchaus blinde Flecken, denn dort konzentriert sich die Forschung, die archäologische Forschung natürlich vor allem auf die großen öffentlichen Monumente, allen voran eben die Tempel oder die politischen Einrichtungen, Platzanlagen. Was uns da weniger bekannt ist, sind vor allem die einzelnen Wohnviertel, die einzelnen Gebäude und Wohnareale. Die sind meistens weit schlechter erforscht und auch meistens nicht so gut freigelegt wie eben der öffentliche Raum. Und an erster Stelle, wie gesagt, stehen hier die Tempel im griechischen To Hieron, das Heiligtum und im lateinischen Templum.
als Begriff. Und da kann es passieren, dass Sie vielleicht mal einen Tempel beschreiben, weil ihn entweder ein Tyrann auf Sizilien gestiftet hat oder ein hellenistischer König. Und da sollten Sie dann durchaus auch wissen, welche standardisierten Tempelformen es gibt, dass Sie dann eben auch den Tempel genau benennen können. Ganz prägnant, hier linker Hand sehen Sie zum Beispiel den Rundtempel, den wir Tholos nennen, oder was eben auch ganz besonders häufig vorkommt, der Peripteros-Tempel, der eben eine umlaufende Säulenreihe hat, so zum Beispiel der Parthenon oder hier der Concordia-Tempel von Akragas auf Sizilien, der ein solcher Peripteros-Tempel ist. Wenn dieser Tempel nun seine Säulen nur an der Innenwand des Tempels angebracht hat, also die Innenwand heißt Cella, beziehungsweise der Innenraum eines Tempels heißt Cella. Wenn da nun die Säulen nur angelehnt sind, also nur in halber Form ausgearbeitet, dann sprechen wir immer von einer Pseudoform, so etwa von einem Pseudo-Dipteros-Tempel. Den kann es auch geben. Die größere Variante, die dann vor allem in hellenistischer Zeit sich etabliert und durchsetzt, beispielsweise der Tempel von Didyma, als großes Beispiel hierfür, das sind dann die Dipteros-Tempel mit doppelter Säulenreihe, die umläuft, und dazu eben dann auch die Möglichkeit eines Pseudo-Dipteros-Tempels, wo eben eine solche Säulenreihe dann wieder an die Innenwand des Tempels angelehnt ist, an die Cella. So viel zu den verschiedenen Tempelformen, die Sie nach Möglichkeit auch so benennen sollten, wenn Sie damit arbeiten. Was den öffentlichen Raum betrifft, so gibt es einige Plätze, die man natürlich als Althistoriker und Althistorikerin quasi im Schlaf kennen sollte, am besten auch schon mal live dort gewesen sein sollte. Und da nenne ich Ihnen jetzt an dieser Stelle mal das Forum Romanum. Analog könnten wir auch die Agora natürlich von Athen nehmen. Und da schauen wir mal drauf, was wir da auf unserem Plan sehen können, alles, welche Bestandteile der öffentliche Raum quasi ausmacht. Also da haben Sie unter anderem eben die Tempel, wie einen der ältesten Tempel hier, den Saturn-Tempel auf dem Forum Romanum oder eben den Concordia-Tempel oder den Tempel des Vespasian. Auch später die Kaiser errichten hier ihre Memorial-Tempel. Der erste, der es im Übrigen macht, ist unser Julius Caesar oder beziehungsweise dann Octavian für Caesar, nämlich der Tempel für den vergöttlichten Caesar, also nach dem Tode Caesars wird da dann der Tempel hier auf der Ostseite des Forums errichtet für Julius Caesar. Direkt angelehnt im Übrigen an den Tholos-Tempel, hier sehen Sie wieder einen Rundtempel, der sich mit dem Vestalenhaus verbindet und hier der Tempel der Vesta darstellt. Also Tempel, erster Punkt. Dazu kommen dann Basiliken, die in diesem Fall zum einen für merkantile Zwecke dienen, also für Markt und Geschäfte, und zum anderen eben auch als Gerichtsbasiliken fungieren, also für Prozesse genutzt werden. Dann haben wir auch den politischen Apparat hier vor Ort natürlich, vertreten durch zum einen die Curia Julia, das Senatsgebäude, und zum anderen das Komitium, wo sich die Volksversammlung eingefunden hat. Und dazu kommt dann eben noch zentral auf dem Forum die Rostra, oder später sind es Rostrata, sind es dann sogar zwei, nämlich eine im Westen und eine im Osten vor dem Tempel des vergöttlichten Caesars. Da haben wir dann noch eine zweite. Und dazu noch kommen Ehrenmonumente. Das sind Säulenmonumente beispielsweise, die hier errichtet werden. Auch Statuen von verdienten Männern und Kaisern. Genauso auch natürlich Triumphbögen. Da gibt es den Titusbogen etwa oder hier zu sehen den Septimius Severusbogen. Also auch Ehrenmonumente werden auf solchen öffentlichen Platzanlagen positioniert. Also eine ganze Menge. Und hier sollte man sich durchaus ganz gut auskennen. Wird vor allem dann relevant, wenn Sie mit historischen Werken arbeiten, Quellen arbeiten, die zum Beispiel einen Vorgang beschreiben, der hier auf dem Forum Romanum spielt, zum Beispiel die Ankunft des Kaisers, die Adventus, dann sollte man schon durchaus wissen, wo sich hier der Kaiser auf dem Forum Romanum bewegt, wenn er von der Rostra redet, wo das genau ist, oder wenn er in die Curia Julia geht und die Senatoren trifft, wo sich eben diese befindet. Also das durchaus relevant, sollte man wissen.
Zugleich sollten wir dabei aber auch berücksichtigen, dass sich der öffentliche Raum in der Geschichte seiner Existenz mehrmals wandelt. Also dass beispielsweise hier das Forum Romanum in der 3D-Rekonstruktion in augusteischer Zeit völlig anders aussieht als in der Spätantike etwa. Also wir sollten nicht von einem statischen, musealen Bild ausgehen, sondern durchaus berücksichtigen, dass sich das Erscheinungsbild des öffentlichen Raumes für die Zeitgenossen mehrmals im Verlauf der Geschichte gewandelt hat. So sehen wir zum Beispiel das Forum in spätantiker Zeit geradezu überladen von Monumenten, sehr eng und gedrungen. Die Tempel sind nochmal deutlich erhöht worden und auch die Basiliken erweitert worden. Also hier wirkt das ganze Forum nochmal sehr viel anders als der freie Raum, der noch in der Zeit des Augustus vorhanden war. Das betrifft dann auch einzelne Gebäude, die sich natürlich auch sehr stark wandeln können im Laufe der Zeit. Also das sollte man durchaus berücksichtigen. Und um das berücksichtigen zu können, haben uns die Kollegen aus Berlin hierbei eine gute Möglichkeit gegeben mit dem digitalen Forum Romanum. In dem auf dieser Seite können wir nämlich genau schauen, in welchen Prozessen und Zeitabschnitten hier sich das Forum Romanum wandelt. Und wir können auch genau schauen, wie sich hier einzelne Gebäude verändern und erweitert werden. Nachdem wir nun die Methodiken benannt haben, auch einige Schwierigkeiten und Themenfelder der Siedlungsarchitektur, sollten wir uns noch darum kümmern, wie wir quasi das recherchieren können. Auch natürlich verlässlich. Und Wikipedia ist da keine Anlaufstelle. Da gibt es tatsächlich einige einschlägige Werke, die hier unbedingt zur Hand genommen werden sollten. Fangen wir vielleicht mit Rom an. Da haben wir in mehreren Bänden LTUR, das ist die offizielle Abkürzung LTUR für Lexicon Topographicum Urbis Romae. Nicht erschrecken, auch wenn das ein lateinischer Titel ist. Das Werk ist nicht in Latein verfasst, auch wenn das gar nicht so unüblich ist in unserem Fach. In diesem Fall ist es allerdings auf Italienisch verfasst, was wahrscheinlich für Sie auch nicht viel besser ist. Aber das soll kein Hindernis sein, das auch zu nutzen, denn zum einen können Sie sich natürlich mit einem Wörterbuch da ganz gut durcharbeiten, zum anderen gibt es vor allem hier sehr viel Kartenmaterial, Bildmaterial, was Sie weiterverwenden können und am Ende sind auch die Fachwörter natürlich identisch, denn diese leiten sich nach wie vor immer aus dem Lateinischen ab oder aus dem Griechischen. Also die Agora ist auch im Italienischen Agora, genauso das Forum. Also, Sie werden damit ganz gut arbeiten können. Wo brauchen Sie das vor allem, wenn Sie Monumente in Rom bearbeiten, behandeln oder auch nur ansprechen in Ihrer Arbeit? Wäre das eine optimale Referenzliteratur, die Sie in Ihre Fußnoten setzen sollten? Haben Sie zum Beispiel ein Seminar zu Nero besucht? Und interessieren Sie sich da für das Goldene Haus, seinen Prachtpalast, die Domus Aurea? Haben Sie hier die Möglichkeit, entsprechend den Artikel aus dem LTUR anzugeben. Dazu müssen Sie nur den Autor haben, Sie müssen den Titel haben, in dem Fall eben die Domus Aurea, schreiben LTUR, das wird abgekürzt, in diesem Fall der zweite Band von 1995 und die entsprechenden Seiten. Und damit haben Sie das gut nachgewiesen und haben eine Grundlagenliteratur dazu angegeben. Also nutzen Sie, wenn Sie sich in Rom bewegen, inhaltlich, vielleicht auch physisch, dann nutzen Sie gerne hier das Lexicon Topographicum Urbis Romae. Ähnliche Weise gibt es natürlich auch für Athen. Da kann ich empfehlen, mal einen Blick beispielsweise in das Bildlexikon zur Topographie des antiken Athens oder Attika reinzuwerfen. Also da geschrieben von John Drafloss. Der eben dieses Lexikon herausgebracht hat, auch mit hervorragendem Bildmaterial, Kartenmaterial und in diesem Fall auch in Deutsch verfasst. Also das sollte Ihnen deutlich leichter fallen. Herausgegeben offiziell vom Deutschen Archäologischen Institut an dieser Stelle. Und dasselbe gibt es dann auch noch für die weitere große Stadt der Antike, nämlich für Konstantinopel. Das Bildlexikon zur Topographie Istanbuls schließt hierbei auch die osmanische Zeit mit ein. Also das wären so die ersten Anlaufstellen, wenn Sie sich mit Athen oder Istanbul/Konstantinopel beschäftigen. Wer natürlich besonders archäologisch interessiert ist, den kann ich empfehlen, immer mal auch einen Blick auf die Seite des Deutschen Archäologischen Institutes zu werfen, die eine sehr gute Online-Präsenz hat und hier direkt über die aktuellsten Forschungen in aller Welt unterrichtet. Wenn ich sage in aller Welt, trifft das auch zu, denn das Deutsche Archäologische Institut beschränkt sich nicht nur auf den mediterranen Kulturraum, den die Antike betrifft, sondern ist hier sogar in Japan und vielen anderen Regionen der Welt aktiv. Also, da hat man die Möglichkeit, eben Papers zu lesen,
aktuelle Forschungsberichte und auch neue Forschungsprojekte einzusehen. Ein sehr guter Hinweis. Ferner kann ich darauf verweisen, dass auch im archäologischen Bereich eine ganze Reihe von Fachzeitschriften, also wissenschaftlichen Zeitschriften, existieren, auf die man zurückgreifen sollte, wenn man hier tätig ist, nämlich zuallererst vielleicht der Archäologische Anzeiger, offizielle Abkürzung AA. Und dann haben wir beim Deutschen Archäologischen Institut verschiedene Abteilungen, Hauptabteilungen, einmal die Abteilung Rom, Athen und Istanbul. Und diese geben jeweils auch eine Jahresgabe heraus, also eine Zeitschrift jährlich erscheinend. Zum einen die römischen Mitteilungen, dann die athenischen Mitteilungen und wen überrascht es, die Istanbuler Mitteilungen kommen noch dazu. Auch da sollte man reinschauen. Das ist natürlich dann regional fokussiert auf die entsprechende Region. Ferner, gerade auch für den althistorischen Bereich, bietet auch das Archäologische Institut etwas an, nämlich die Mitteilungen der Kommission für alte Geschichte und Epigraphik, die im Übrigen nicht direkt in der Zentrale in Berlin sitzt, sondern seinen Hauptsitz in München hat, aber kooperiert ist mit dem Archäologischen Institut. So viel an dieser Stelle. Da es hier eigentlich noch eine ganze Menge mehr zu sagen gibt, möchte ich an der Stelle noch darauf verweisen, welche Möglichkeiten zur eigenen Fortbildung wir hier haben. Zum einen natürlich unseren Blumen-Wolters, den wir auch in der alten Geschichte verwenden. Da gibt es ein eigenes Kapitel zur klassischen Archäologie auf den Seiten 121 bis 134 mit VPN-Verbindung nutzbar. Ferner, gerade auch in der klassischen Archäologie immer verwendet in der Regel, fast an allen Universitäten, die mir zumindest bekannt sind, Tonio Hölscher, klassische Archäologie Grundwissen, mittlerweile auch schon in der 5. Auflage. Da wird ganz kompakt das ganze archäologische Fachwissen komprimiert vermittelt. Auch die Fachbegriffe, Siedlungsarchitektur, Ikonografie, da finden Sie alles drin. Also das habe ich selber zu Hause. Vielleicht, wenn Sie besonderes Interesse haben, da kann man guten Gewissens zugreifen. Und wie gewohnt noch die letzten Tipps, die ich auf dem Weg mitgebe. Das betrifft hier eben jetzt die Bauarchäologie. Da ist zunächst zu sagen, dass bauliche Zeugnisse vor allem wichtige Informationen zum Alltagsleben bereithalten, zu politischen Ereignissen auch, natürlich Monumente, denken Sie mal an den Septimius Severus Bogen oder gar den Konstantins Bogen, das sind natürlich hochkarätige Quellen für historische Ereignisse, für historische Persönlichkeiten, da sollten Sie immer einen Blick mit drauf haben und natürlich auch, nicht zuletzt auch für das Herrscherbild eine wichtige Quelle darstellen, also denken Sie mal an die Bautätigkeit der Römer. Kaiser. Das ist natürlich ein politisches, herrschaftliches Programm, was hier in Rom und vielen anderen Städten des Imperium Romanums durchgezogen wird. Also da sollte man auf jeden Fall mal in die Siedlungsarchitektur, Archäologie hineinschauen, was da die großen Köpfe der antiken Geschichte getan haben und gestiftet haben. Und nicht zuletzt, zweiter Hinweis, gerade weil man sich ja hier in einem breiten Spektrum geografisch aufhält, haben wir natürlich ganz gut mit Google Earth auch mal die Chance, da tatsächlich uns die Städten anzuschauen, wenn man schon nicht dorthin reisen kann, das dann wenigstens über Satellitenaufnahmen nachzuvollziehen. Sie werden da nochmal einen ganz anderen Eindruck bekommen von den topografischen, historischen Gegebenheiten. Schauen Sie sich vielleicht mal Pergamon an. Oder eine andere große antike Stadt. In Athen werden Sie wahrscheinlich nur die Akropolis richtig gut sehen können über Google Earth. Ansonsten ist die Stadt sehr stark überbaut. Aber vor allem Priene oder Milet und die großen Städte in Kleinasien, die nicht überbaut sind, da kann man sehr, sehr gut mit Google Earth sich die Stadtstrukturen vergegenwärtigen. Okay, das die beiden Tipps. Und als letztes noch der Link hier rechte Hand, der Sie dann nochmal auf die digitale Seite Forum Romanum weiterleitet von der Humboldt-Universität, wo eben die gesamte Rekonstruktionsgeschichte des Forum Romanums präsentiert wird, einschließlich aller Bauten und Eckinformationen zu den wichtigsten Monumenten auf dem Forum Romanum. Also viel Spaß dabei und ansonsten freue ich mich, wenn Sie auch das nächste Mal einschalten. Da wird es dann vor allem um die Bilder in der Archäologie gehen, also die Ikonografie und ihre historische Ausdeutung.